Ach, Kiddes, kennt ihr das? Wenn ihr euch was vorstellt und denkt, Mann, das wird geil. Und in eurer Vorstellung denkt ihr, es wird einfach das Geilste, was ich jemals gemacht habe. Und dann seht ihr, wie es am Ende geworden ist. Und es war scheiße. Genauso wie jedes Video von mir. Absolut nachvollziehbar, absolut relatable, meine Freunde. Und genau darum geht es heute. Heute geht es um Expectation versus Reality, meine Freunde. Es ist ungefähr so, wie wenn man sich hinsetzt und Wasserfarbkasten hat und denkt, damn, ich bin ein richtiger Künstler. Und dann fängt man an zu malen. Und man merkt nach den ersten zwei Strichen, scheiße, Mann, ich sollte mir das Leben nehmen. Wieso bin ich so eine Verschwendung von Ressourcen auf dieser Erde? Meine Freunde, der liebe Thomas zu meiner Rechten war mal wieder in den Tiefen des Internets für euch unterwegs auf Reddit und hat im Subreddit Expectation versus Reality ein bisschen rumgeforscht und mir ein paar lustige Sachen gezeigt, auf die wir jetzt gemeinsam reagieren werden. Falls sie extrem krank und scheiße aussehen, liegt das daran, dass ich extrem krank bin und extrem scheiße generell aussehe, meine Freunde. Also macht euch da keine Sorgen. Des Weiteren möchte ich hier nochmal ganz kurz an den Release unseres Musikvideos morgen um 13.37 Uhr auf diesem Kanal erinnern. Morgen kommt das Musikvideo zu unserer EP Zero Ducks Given raus. Cliff Savage ist mit am Start. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig lit. 13.37 Uhr morgen auf diesem Kanal. Und ihr klickt auf jeden Fall jetzt mal in den Link in der Videobeschreibung, denn da gibt es den ersten Vlog von Not So Cool zu sehen. Wir waren auf Mallorca, haben ein richtig heftiges Musikvideo gedreht und ich würde sagen, ihr schaut euch das auf jeden Fall mal an, denn auf dem Not So Cool Kanal, meine Freunde, kommen auch noch weitere Musikvideos online und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Fans von Musik seid und zwei vernünftige Ohren habt, gönnt euch das mal rein. So, ich würde sagen, genug Dummlaber betrieben, wir fangen direkt an mit dem ersten Bildchen, bitteschön. Are you kidding me? Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst, das ist nicht dein Ernst. Welcher diabolische, bösartige Konzern liefert so eine Pizza bitte aus. Ich freue mich und sehe diese Pizza und denke mir, geil, drei Salami. Dann mache ich die Pizza auf und die liegen einfach genau in dieser gottverdammten Ecke. Und ich, Leute, wenn ich das bei meiner Pizza hätte, ich würde höchstpersönlich, sobald ich die Pizza geöffnet habe, rausgehen und diesen gottverdammten Pizzadienst. Vielleicht ist es ein bisschen too much, aber ich würde mich auf jeden Fall telefonisch beschweren. Das auf jeden Fall. Expectation versus Reality. Ja, dann gibt es hier einmal dieses wunderschöne Gemälde quasi von einem Nachtdessert. Und das gleiche gibt es auf der anderen Seite einfach nochmal. In Japan. In Japan sieht es wohl so aus, dass man halt das bekommt, was auf dem Bild tatsächlich zu sehen ist. Das sieht 1:1 genauso aus. Nicht wie das in Deutschland ist, wenn man halt sagt, ich hätte gern ein Baguette und das sieht geil aus in der Theke und dann kriegt man das letzte Baguette, was am Boden gefallen ist, wo schon Fußabdruck drauf ist und denkt, ist so nice. Wieso gebe ich eigentlich Geld dafür aus? Ja, krass. Merry Christmas, Aaron. Oh Gott. Oh Mann. Wie gesagt, ich bin leicht krank, meine Freunde. Da hat jemand Cupcakes gemacht und dachte sich, hey, wenn ich die Cupcakes so anordne wie an Nikolaus, sieht das bestimmt ganz schön aus. Jetzt sieht man halt hier auf der rechten Seite, wie das dann aussieht, wenn man keine Skills hat, irgendwas Vernünftiges zu backen. Das sieht so dermaßen scheiße aus. Einfach, man kann überhaupt nicht erkennen, was das sein soll. Das sieht aus wie irgendein Typ, der einfach zu viel Drogen konsumiert hat. Ich weiß es nicht. Includes a private balcony. It's just a view of the wall to the next building. Wow. Geil, das ist natürlich nice, wenn man halt ein Airbnb hat oder sowas und man sagt, geil, Private Balcony und dann ist da einfach eine Betonwand. Ist so, ganz ehrlich, sowas würde es in Deutschland eigentlich, glaube ich, gar nicht geben. Also, legit nicht. Es ist ja nicht erlaubt, einen Balkon einfach zuzubauen. Du kannst ja da nicht einfach eine Wand hinsetzen. Ich meine, du kannst da nicht einfach eine Wand hinsetzen, wo ein Balkon ist. Das ist so, als würdest du ein Fenster von wem zumauern. Das ist doch illegal. Family friend hired SpongeBob for a birthday party. Man covered in sponges appears. What I promised? Okay, so ein Typ in einem nicen SpongeBob-Kostüm. What showed up? Ein Typ, der sich Schwämme aufgeklebt hat. Ja, hier nochmal die Übersetzung. Der Freund einer Familie hat SpongeBob für einen Geburtstag gemietet und man denkt natürlich, dass der SpongeBob auf der linken Seite kommt und dann kommt dieser Crystal Meth Crack SpongeBob, der straight aus dem Ghetto kommt und wahrscheinlich die Hälfte der Kinder noch unsittlich berührt. Hier haben wir auf jeden Fall eine ganz geile Schuhwerbung, meine Freunde. Das sieht auf jeden Fall echt cool aus, die Schuhe hier mit so einer richtig schönen Sohle und dann kommen die Schuhe an und es ist einfach... Ist das ein normaler Schuh, wo schon eine Sohle drauf ist, wo einfach jemand eine Sohle drunter geklebt hat? Ich meine, das ist ja so, als würde man sich überhaupt keine Mühe gegeben haben, als hätte man einfach gesagt, so, ja, das passt schon irgendwie. Ich meine, die Leute, das fällt bestimmt nicht auf, wenn die Sohle, gut, der Schuh hat der Schuhgröße 46, die Sohle da drunter, die wir geklebt haben, 38, aber das ist auch ergonomisch, es ist super für einen Schuh und vor allen Dingen, ja, ist es gerade komplett im Trend, meine Freunde, also ich kann euch das nur empfehlen. Ich bin sprachlos, ich bin einfach nur sprachlos, Alter. Ohne Witz. Ich habe sowas auch mal versucht, Leute. Ich habe mal versucht, ein Pfannkuchengesicht zu backen. Ich muss dazu sagen, dass dieses Pfannkuchengesicht aussah wie der personifizierte Albtraum eines Vierjährigen. Wirklich. Das sah aus wie ein zerlaufenes Gesicht, als hätte der Typ irgendwie gerade einen Säureangriff überstanden. Das ist eine ganz süße Idee mit diesem Spiegelei, wenn man halt eine Form dazu hat. Das untere sieht halt, wie gesagt, mit diesen komischen, was ist das, Erdnüsse oder Bohnen in der Pfanne, wirklich aus wie ein Tschernobyl-Unfall. Ich weiß nicht genau. Kann man ja nicht servieren. Also, dann lässt man es lieber ganz sein.
Nicht deren Ernst. Nicht deren Ernst. Schon wieder ein Airbnb hier, meine Freunde. Und da heißt es in der Beschreibung, man kann auf die Haupttechnik der Stadt vom oberen Schlafzimmer ganz einfach schauen. Ja, Technik gesehen war das keine Lüge, weil halt direkt die Wand der Kirche vor dem Fenster ist. Und ich frage mich mal wieder, wie kann so etwas passieren? Und warum passiert sowas nur in den USA? Geben die Leute da wirklich, also legit keinen Fick und sagen einfach, okay, mein Nachbar hat da zwar ein Fenster, aber ich bin der Meinung, ich ziehe da jetzt einfach eine Wand hoch. Es juckt mich ja nicht. Es juckt mich ja nicht. Ist ja nicht mein Problem. Why not? Why not? Mad Respect auf jeden Fall an die Kirche da. Definitiv. Geil. Ja, hier gibt's einen wunderschönen Winnie the... Oh mein Gott, was zum Teufel, Alter! Ah! Ah! Thomas! Was ist das, Mann? Was ist das? Digga! Ah! Zum Gebiss. Ah! Das ist doch nicht deren Ernst. Sowas kannst du doch nicht in ein Kinderzimmer setzen, Mann. Das hat ein Gebiss. Winnie the fucking Pooh hat ein Gebiss. Winnie the Pooh hat keine Zähne, Mann, das ist ein Bär. Bären haben Zähne. Ja, aber das stimmt ja überhaupt nichts, Mann. Oh mein Gott. Oh. My cookies and cream stuffed French toast from IHOP. No way. Da hat einfach eine Katze drauf geschissen. Das ist doch nicht deren Ernst. Oh Mann, Alter. Ich muss ganz kurz Freddy holen. Komm ruhig rein. Wir schauen uns gerade wieder ein paar lustige Sachen aus dem Internet an. Komm her. Hier. Nicht jetzt irgendwie offended sein, weil ich jetzt gerade dich darüber gerufen habe, aber vielleicht kurz deine Meinung dazu. Machen wir weiter mit dem nächsten. When you order clothes on Amazon. Ja, das sieht tatsächlich komplett anders aus als in der Produktbeschreibung. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es vielleicht an dem Mädchen liegt, aber ich glaube fest, dass der Schnitt daran schuld ist, denn dieses Teil komplett mit diesem Ding hier, das fällt ja und das andere ist eng an. Das, ich weiß, es sieht aus wie eine Ming-Vase einfach in Scheiße. Sieht einfach richtig kacke aus. Ach Mann. Order the birthday cake for my niece. Ja, man möchte einen Mini-Birthday-Cake haben, einen Geburtstagskuchen. Und was kriegt man? Die Crack-Geburt-Maus von nebenan. Natürlich, wer kennt's nicht, Leute? Das sieht nicht mal ansatzweise aus wie Mini-Maus. Das sieht aus wie, keine Ahnung, Alter, eine Fusion aus Gustav Ganz und einem Haufen Sch*** bei Clothes Online. Ja, genauso sieht es aus tatsächlich. Wenn man nämlich auf Amazon irgendwelche Mode bestellt, Leute, gerade als Frau ist das, glaube ich, oft der Fall, dann sieht man tatsächlich letztendlich aus wie eine Mettwurst, weil die Sachen so dermaßen beschissen geschnitten sind, dass sie eigentlich kein Mensch wirklich tragen kann. A Children's Sprinkler Toy. Ja, das sieht natürlich aus nach dem heftigsten Wassertsunami aller Zeiten, der da rauskommt. Und wenn man sich da mal anguckt, wie das in echt aussieht, da kommt einfach nur ein... Das ist ja gar nichts, was da rauskommt. Ja, klappt super. Ich meine, man könnte natürlich jetzt sagen, vielleicht hat der Typ den Wasser nicht ganz aufgedreht. Ich befürchte aber einfach mal, dass das Ding so dermaßen scheiße ist, dass da einfach kein Wasser rauskommt. Und ja, ich weiß nicht, also das da oben sieht schon deutlich krasser aus als das da unten. Weil da unten sieht man halt ungefähr so eine Fontäne und das Kind sieht jetzt auch nicht so amused aus. Ja, meine Kinder in dem Bild tatsächlich. Trailer Footage, Actual Game. Oh mein Gott, wie sehr könnte ich mich... Leute, da könnte ich auch ein komplettes Video drüber machen. Spieletrailer, unglaublich fett. Dann steht da noch Actual In-Game Footage. Du denkst dir so, denkst du dir, weißt du, weil es so geil aussieht? Dann spielst du das Spiel und es sieht legit aus wie dieses scheiß Google Chrome Plugin, Alter. Ist doch nicht wahr. Wenn ich darüber mal ein Video machen soll, lasst einen Daumen nach oben da. SpongeBob SquarePants versus SpongeBob Cyclops. Alter, das Eis auf der Verpackung, ja. Das Eis in der Verpackung, nee. Da fehlt dann erstmal ein Auge und die Zähne sind überdimensional groß. Das ist einfach nur krank, gruselig, widerlich. Sowas kann man doch nicht an Kinder verkaufen, Alter. Das Kind fängt doch an zu heulen, wenn es das Eis sieht. Das geht doch nicht. Wachsmuseum in Kanada. Ja, hier oben sieht man die Originalen, da unten sieht man dann die Wachsfiguren. Oh mein Gott, ist das scheiße, Alter. Okay, beginnen wir mit Arnold Schwarzenegger, meine Freunde. Man sieht hier auf jeden Fall einmal Arnold Schwarzenegger. Da unten sieht Arnold Schwarzenegger aus wie der Typ, der eigentlich in den Spielplatzbüschen sitzt und vor dem man weglaufen sollte. Dann haben wir Ellen. Ellen sieht aus wie eine Frau, die jahrelang harten Drogenmissbrauch durchgezogen hat. Dann haben wir Austin Powers, meine Freunde. Da stimmt einfach gar nichts. Der Kopf ist viel zu groß für seinen Körper. Und Obama sieht aus wie eine Mischung aus Bruno Mars und aus einem Hund, Alter. Keine Ahnung. Also, ich war schon mal in einem Wachsfigurenkabinett. Und ich muss ehrlich sagen, diese Dinger können damn real aussehen. Aber das ist einfach nur Albtraummaterial. Es tut mir leid. Oh, oh. Ja, hier haben wir einmal einen 50-Dollar-Schein und dann macht man es auf, da steht da drauf, Disappointed, Jesus won't let you down. Ja, und wenn ich das finden würde, wäre das für mich der Grund, aus der Kirche auszutreten, meine Freunde. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Hier sieht man quasi einen gefalteten 50-Dollar-Schein unter einem Stein, macht den auf, da steht da drauf, na, enttäuscht, keine Sorge, Jesus ist für dich da. In dem Moment würde ich direkt bei der Kirche anrufen und sagen, Bro, tut mir leid, die Kirchensteuer ist nicht mehr. Ihr habt mich zu mehrfach verarscht. Das geht zu weit. Auf Wiedersehen. Ja, und damit sind wir wieder am Ende dieser Achterbahn der Gefühle angekommen. Es war mir mal wieder eine Ehre, meine Freunde. Proba macht mal wieder die Abmoderation. Bro, ich gönne mir hier hinter Proba ein bisschen Nasenspray, weil ich extrem krank bin. Und Proba, du machst das jetzt hier einfach, ne?
Leute, in diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Not So Cool vorbei. Schaut bei Sturmwart vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Ich wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke. Und guckt morgen 13:37 Uhr das Musikvideo. Küsse auf eure Nüsse. Auf Wiedersehen. Tschüss.